So, hey zusammen, hier ist wieder der Weezent und heute geht es weiter mit den Terraria News. Nämlich, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ist Terraria jetzt für die Nintendo Switch draußen. Und ja, heute sehen wir uns mal einen Haufen Infos dazu an, also was es dazu als Neues gibt. Und ja, in diesem Video hier werden wir das mal ein bisschen besprechen. Und ja, am Ende von diesem Video werde ich auch noch etwas zur Handyversion von Terraria sagen. Also Terraria für die Switch ist doch ein bisschen schneller rausgekommen, als ich das gedacht habe. Zuerst heißt es immer, es kommt in 2019 raus, aber wir wussten nie ganz genau wann. Und dann auf einmal zwei Tage bevor es rauskommt, kommen die ersten News raus, dass es rauskommen wird. Also ja, die Firma, die die Switch-Version entwickelt hat, sind die gleichen, die auch die Version für Xbox One und PS4 entwickeln. Nämlich Pipeworks Studio. Und die Publisher sind, wie immer, 505 Games. Auf jeden Fall, vorerst wird es Terraria nur zum Download geben im Nintendo eShop. Und ja, wenn ihr eine Nintendo Switch habt, dann könnt ihr es euch dort runterladen für 29,99 €. Und ja, wenn ihr Terraria von dem Nintendo eShop herunterladet, dann hat es insgesamt 175,11 MB. Also ist es nicht so viel Speicherplatz. Also ich glaube, das hat sicher noch Platz auf eurer Nintendo Switch. Bei uns wird man Terraria für die Switch am Freitag, den 23. August, in den Läden zu kaufen geben. Eine Sache, die ich interessant gefunden habe, ist, dass das ab 12 Jahren freigegeben ist. Also wenn ihr noch nicht 12 seid, glaube ich, müsst ihr halt eure Eltern fragen, ob die es auch für euch downloaden können oder so. Auf jeden Fall, 12 Jahre kommt mir ein bisschen heftig vor, weil die Gewalt, die in diesem Spiel ist, ist nicht wirklich so brutal eigentlich, dass es jetzt eigentlich erst ab 12 Jahren freigegeben werden soll, finde ich zum Beispiel. Okay, eine Frage, die uns allen auf der Zunge brennt, ist, welche Version hat Terraria auf der Nintendo Switch? Also jetzt gerade, wo es rauskommt, hat es Version 1.3. Also ja, könnt ihr auch den Moonlord bekämpfen, wenn ihr Terraria auf der Switch habt. Und ja, bei Version 1.3 ist natürlich auch der Expertenmodus dabei. Für die Leute von euch, die ein bisschen mehr Challenge brauchen. Bei Terraria könnt ihr eigene Spiele erstellen und eigene Welten erstellen. Und zurzeit ist es so, dass ihr insgesamt 30 Slots frei habt für Spieler und 30 für Welten. Also könnt ihr jetzt gerade 30 Spiele erstellen und 30 verschiedene Welten erstellen. Vielleicht wird es in Zukunft noch mehr, aber man weiß es nicht ganz genau. Und eine Frage, die vielleicht interessant ist für die Wii U-Leute unter euch. Weil Nintendo Switch ist ja sozusagen der Nachfolger von der Nintendo Wii U. Und da fragt man sich natürlich, ob man seinen Spielstand von Terraria auf der Nintendo Wii U auch auf die Nintendo Switch übertragen kann. Weil sowas ähnliches wird es ja für die Handyversion zum Beispiel auch geben. Aber für Nintendo Wii U wird es das nicht geben. Also ja, ihr könnt jetzt nicht eure Spielstände von Nintendo Wii U auf die Nintendo Switch übertragen. Das liegt eben daran, weil das Spiel eben von Grund auf komplett neu gemacht worden ist. Und ja, da gerade was von 1.3 auf der Nintendo Switch läuft, ist natürlich die Frage, wann dort die nächsten Updates rauskommen. Okay, ist vielleicht nicht so die wichtige Frage, weil ich glaube, jeder ist gerade beschäftigt mit Terraria generell auf der Switch zu spielen. Aber ja, sehen wir uns das mal trotzdem an. Terraria Version 1.3.1 läuft ja schon für PS4 und Xbox One, deswegen sollte es eigentlich nicht allzu lang dauern, bis es auch für die Switch rauskommen wird. Zumindest normalerweise. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass die Entwickler jetzt allerhand zu tun haben, damit die ersten Spielfehler und so auszubessern. Es ist meistens so, wenn ein neues Spiel rauskommt, dass dort zu Beginn halt, wenn richtig viele Leute das Spiel spielen, dann auf einmal auch richtig viele Spielfehler auftauchen und so und die halt alle repariert werden müssen. Also hat Pipeworks Studio wahrscheinlich gerade damit genug zu tun. Und ja, Version 1.3.1 ist ja das Kabel-Update. Und ja, die ganzen Kabelsachen und so werden wahrscheinlich ein bisschen komplizierter werden mit dem Touchscreen und so. Weil es gibt es ja bei PS4 und Xbox One nicht. Deswegen kann es vielleicht doch noch ein bisschen dauern, bis Version 1.3.1 auf der Switch rauskommen wird. Aber ja, wir wissen dazu eigentlich noch gar nichts. Und ja, eine wichtige Frage ist natürlich, wie es mit der Akkulaufzeit aussieht. Zumindest wenn man halt die Nintendo Switch mitnimmt. Also ja, die Akkulaufzeit wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich sein wie bei Zelda Breath of the Wild. Und angeblich sogar ein bisschen besser als das. Ach ja, wenn man die Switch mitnimmt, dann wird Terraria auf einer Auflösung von 720p laufen. Und wenn man die Switch am Fernseher angesteckt hat, dann wird Terraria auf einer Auflösung von 1080p laufen. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie man das Spiel steuern kann. Also ja, man kann es entweder mit zwei Joy-Con-Controllern steuern oder mit einem Nintendo Switch Pro-Controller. Und zusätzlich, wenn ihr die Switch jetzt gerade nicht am Fernseher angesteckt habt, dann könnt ihr auch noch etwas mit dem Touchscreen machen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, könnt ihr jetzt nicht komplett das Spiel nur mit dem Touchscreen spielen, aber der Touchscreen kann trotzdem praktisch sein. Weil dort kann man halt zum Beispiel zoomen oder so etwas und eben viele andere Sachen auch noch. Wenn ihr im Hauptmenü in die Einstellungen reingeht, dann habt ihr dort eine Liste mit den ganzen Touchscreen-Steuerungen. Okay, und dann kommt natürlich noch die Frage mit dem Multiplayer, also mit dem Mehrspielermodus. Also ja, ihr könnt online mit 8 Leuten zusammen in einer Welt spielen. Aber dafür braucht ihr halt das Nintendo Switch Online. Also ihr müsst halt einmal im Jahr das Nintendo Switch Online kaufen, damit ihr halt online spielen könnt. Also zurzeit geht es noch nicht, dass ihr im
Splitscreen-Modus spielt. Also, dass der Bildschirm einfach geteilt ist und dass zwei Leute gleichzeitig spielen können, das geht leider noch nicht. Aber das wird dann in einem späteren Update dazukommen. Und in Zukunft wird es auch so sein, dass ihr lokal ohne Internet zusammenspielen könnt. Also, wenn ihr mit mehreren Leuten in einem gleichen Raum seid und ihr alle eine eigene Switch habt, dass ihr alle zusammen spielen könnt und das ohne, dass ihr jetzt unbedingt eine Internetverbindung braucht. Aber das wird dann auch in einem späteren Update dazukommen. Und wie wird der Splitscreen-Modus aussehen, wenn er rauskommt? Ja, es wird so sein, dass auch wenn ihr im Splitscreen-Modus spielt, weil ihr immer noch zwei Joy-Con-Controller pro Spieler brauchen. Also es ist dann nicht so, dass ihr, wenn ihr im Splitscreen-Modus spielt, dass jeder von euch einen Joy-Con-Controller haben kann, sondern jeder von euch muss beide Joy-Con-Controller haben. Oder halt einen Switch Pro-Controller. Und ja, Splitscreen wird es auch nur am Fernseher geben. Also wenn ihr die Switch halt nicht am Fernseher angesteckt habt, dann könnt ihr dann auch nicht im Splitscreen-Modus spielen. Ja, weil der Bildschirm von der Nintendo Switch ist einfach zu klein, damit da zwei Leute drauf spielen können. Aber ja, das werden wir dann schon sehen, wenn der Splitscreen-Modus für die 3er Switch rauskommt. Und eine Sache, die ziemlich cool ist bei den Joy-Con-Controllern, ist das HD-Rumble. Also die HD-Vibration. Also ihr kennt das wahrscheinlich, die Vibration von den Joy-Con-Controllern. Und ja, in Terraria wird es auch funktionieren. Nämlich wird es dann so sein, wenn ihr Sachen abbaut, also zum Beispiel in die Erde reingräbt oder so etwas, dann werdet ihr es wirklich spüren in den Joy-Con-Controllern, wie das HD-Rumble dort funktioniert. Also es fühlt sich dann wirklich so an, als würde die gerade in den Boden reinrammen, sozusagen. Also ja, das ist wirklich schwierig zu erklären, wie HD-Rumble funktioniert bei den Joy-Con-Controllern. Aber ja, wenn ihr eine Switch habt, dann wisst ihr ganz genau, was ich damit meine. Aber ja, wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr in den Einstellungen das natürlich auch ausschalten. Okay, wenn ihr Terraria für die Switch schon habt, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ihr es so findet. Also es würde mich selbst mal interessieren. Und andere Leute, die jetzt noch nicht wissen, ob sie sich Terraria für die Switch holen sollen oder nicht, werden dann eher Bescheid wissen. Also wenn ihr irgendwelche Meinungen oder Erfahrungen oder so habt zu Terraria auf der Nintendo Switch, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ein paar Kommentare davon habe ich eh schon gelesen unter meinem letzten Video. Okay, ja, für die Handyversion von Terraria gibt es natürlich auch neue News. Nämlich jetzt, wo Terraria für die Switch rausgekommen ist, wann wird es dann für die Handys rauskommen? Ja, das werde ich alles in dem nächsten Video erklären. Und ich weiß jetzt schon, dass sich jeder Terraria-Handyspieler jetzt wahrscheinlich umbringen wird, weil ich jetzt schon wieder keine Handy-News erwähnt habe. Aber da kommt ziemlich bald ein neues Video raus. Keine Sorge, ich erwähne dort alles in einem eigenen Video. Weil ich denke, die Handy-News haben wirklich ein eigenes Video verdient. Okay, hier könnt ihr auch noch andere Videos ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr kurz mal den Gefällt-mir-Knopf drücken könnt. Würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Auf jeden Fall war es dann mit diesem Video. Danke Leute fürs Zusehen, bleibt gespannt auf die nächsten News und bald auch wieder Tutorials und bis zum nächsten Mal. Tschüss.